So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Diesmal auf jeden Fall definitiv besser als das letzte Video. Das war ja eigentlich grauenhaft, was ich da gemacht habe. Von dem Antonio Banderas. Ja, das war nicht ganz so schön, nicht ganz so toll. Vielleicht muss ich das nochmal neu machen in ferner Zukunft. Aber heute geht es um was ganz anderes. Route 66 from Coast to Coast. Hier haben wir ihn. Kappe kennen wir ja wie von den anderen Kollegen. Plastik, auch der Pumpflakor Plastik ist nicht ganz so, also bei dem finde ich diesmal das nicht ganz so gut. Die anderen waren noch in Ordnung, hier finde ich so. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geht auch besser, definitiv. Aber, ja, bei dem Preis, ne, 6,95 kosten die ja. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das, ist es noch vertretbar, alles cool. Aber was haben wir hier? Natürlich für die Jahreszeit nicht der optimale, aber für den Sommer auf jeden Fall, fürs nächste Jahr. Wir haben hier einen Duft, was haben wir hier drin? Wir haben in der Kopfnote Zitrone, Ananas, grüner Apfel, in der Herznote haben wir Lavendel und Lilie. In der Basisnote haben wir Zederholz, Tonkabohne und Amber. Und hier auf dem Duftstreifen, ich habe mir auch diesmal markiert. Wie gesagt, das war auch letztes Mal. Wartet mal. So, jetzt kann man es besser sehen. Hier, da. Das war eine Katastrophe im letzten Video. Ja, wenn ich ihn jetzt so raufgesprüht habe, vor 2 Stunden habe ich das raufgesprüht. Und du hast ihn drauf, es ist frisch, du hast, du merkst einfach dieses, diese Lavendel und Iris, sag ich schon, Lilie im Zusammenspiel. Du hast dieses leicht florale, aber auch fruchtiges. Ich finde, ganz rauscht, also im Gegensatz zu Zitrone und Ananas, finde ich, kriegst du mehr vom grünen Apfel hier mit. Ja. Und dann hat er halt noch dieses leichte, kräftige halt, ne? Was wir halt durch, durch das Zederholz, Tonkabohne und Amber, was er damit reinbringt. Ganz klar. So selber auf der Haut, so nach guten 2 Stunden jetzt, lässt er so langsam nach. Also, ja, du hast ungefähr, also bei mir ist es so, ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung, 2 Stunden ungefähr kriege ich ihn so mit und dann verfliegt er jetzt allmählich. Was auf eine Art schade ist, aber sei es auch natürlich dem Preis vielleicht geschuldet und auch den Stoffen, die da drin verarbeitet sind. Was ich sagen muss, was beim Road to Paradise, ne? Bisschen besser war. Auf jeden Fall besser. Fand ich, hat bei mir länger gehalten. Aber wie gesagt, das ist bei jedem Jahr unterschiedlich. Bei jedem hält es anders, weil wir alle halt verschiedene Körper haben. Hat, denke ich, auch mal mit den Fetten und so auf der Haut zu tun, die wir halt so haben, ne? Ja, im Großen und Ganzen eigentlich ein cooler Duft. Natürlich, bei mir hält er nicht so lange, aber für den Sommer finde ich ihn eigentlich ultra geil, weil wenn du ihn so sprühst, ne, das ist wie, als ob du gerade so frisch unter der Dusche bist und dich ja einseifst so. Als ob du gerade frisch dich einseifst oder eingeseifst hast und es geht alles runter und du bist so frisch geduscht. So, so ein Flair bringt darüber, also für mich. Und ja, hat schon was auf eine Art, hat schon was auf jeden Fall. Ja, ich bin mal gespannt auf die nächsten Videos. Es soll auf jeden Fall was, wie ich schon gesagt habe, mit dem Writer kommen. Der müsste auch bald da sein, also dauert nicht mehr lang. Dann werde ich den mal ein bisschen testen. Und auch noch ein paar andere Düfte, die mir zugeschickt worden sind von 2 Abonnenten. Die einen habe ich schon hier, die anderen kommen jetzt wohl noch. Da wird auf jeden Fall noch was kommen.
Ja, freue ich mich richtig drauf. Wird auf jeden Fall spaßig, die auch zu testen und dann auch darüber Videos zu machen. Ich freue mich schon richtig drauf. Das war es an dieser Stelle vom Route 66, from Coast to Coast. Wie gesagt, ne, spiegelt es ja eigentlich ganz gut hier wieder auf der Verpackung. Du hast Palmstrand, Sonnenflair, Frische. Du willst die Frische haben und das spiegelt er wieder und dafür ist er auch ganz cool. Ja, was ich leider bei mir halt schade finde, dass er nicht ganz so lange hält, aber das kann ja bei euch anders sein. Ansonsten würde ich sagen, für den Sommer eine coole Alternative. Wenn du auch Bock hast, den dann mitzunehmen, ne, kannst du dir zwischendurch das einfach mal erneuern, damit du wieder frischer riechst dann. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich dann schon mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, meine Freunde. Bleibt dufte. Ciao, ciao.